geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur Fahrerkarriere. Das einzige Heimrennen fürs Team steht uns heute bevor, auf der Strecke in Miami, weil wir in Austin und in Vegas nicht unterwegs sein werden. Somit wäre es sehr schön, hier heute gut abzuliefern und ein paar weitere Pünktchen zu holen. Was geht hier ab? Ich weiß es nicht. Zuletzt, oh, da sollen auch mal wieder Upgrades ankommen. Ja, das ist doch eine coole Sache. Zuletzt in Australien nämlich hatten wir ein echt schwieriges Rennen, ohne Punkte, ohne gar nichts am Ende. Und das hat sich auch im Rennen echt nicht gut angefühlt. Ah ja, zwei Saisonpausen hier direkt mal. Wow, da kommt einiges an. Bin schon gespannt, gleich mal auf die Performance zu gucken und zu schauen, wie sich das dort so entwickelt hat. Die Upgrades scheinen auch alle zu funktionieren tatsächlich. Ein paar Einrichtungen werden ebenfalls verbessert. Mann, lass mich hier doch einfach durchspulen, ohne mich zu unterbrechen die ganze Zeit. Alter, das ist so nervig, ne? Dass man diese Tutorials auch nicht ausstellen kann. Das ist echt Quatsch. Und diese Events hier sind auch Quatsch übrigens. Die kann man auch in der Fahrerkarriere nicht ausmachen, soweit ich weiß. Das geht irgendwie in der MyTeam-Karriere nur. Kommt auch das letzte Upgrade in diesem Zeitraum hier noch an. Boah, ja, das könnte jetzt ganz gut aussehen in der Performance. Obwohl auch die anderen Teams natürlich eine Menge Zeit hatten, um was zu verbessern. Und somit bleibt alles mehr oder weniger beim Alten. Aber sieht denn noch nicht verkehrt aus. Punkte sind mit so einem Auto definitiv drin. Das sieht doch solide aus. Miami ist auch echt weit davon entfernt, eine meiner Lieblingsstrecken zu sein. Und da dann Platz 15 ist, glaube ich, akzeptabel. Bin mal gespannt, was Nico hinbekommen hat. Der hat ja in Qualifyings immer gestruggelt bisher. So offensichtlich auch heute. Kein Haas hier auf der ersten Seite. Pole Position für Charles Leclerc. Nico mal wieder hinter uns. Ganze 4 Zehntel sogar. Wow. Von dem habe ich echt vor allem in Qualifying so viel mehr erwartet. Der ist da ja eine richtige Maschine im Real Life. Aber hier in-game absolut nicht. Der ist irgendwie immer so auf Platz 18 gefühlt. So in dem Bereich. Mal schauen, was jetzt im Rennen geht. Oh, einige Gridstrafen offensichtlich an diesem Wochenende. Startplatz 13 wird es sein. Gar nicht so weit hinter den Punkten. Ich hoffe, dass wir da echt ein Wörtchen mitreden können. Boah, auf harten Losfahren. Nee, boah, was ist das denn komisches hier? Ganz, ganz seltsam. Also wenn man sich das hier anschaut, scheint eine Medium Hard vielleicht gut zu sein, oder? Starten wir einfach mal auf den Mediums und dann gucken wir. Ich möchte nicht auf harten Reifen losfahren. Und dann haben wir im schlimmsten Fall Leute auf Softs oder so hier um uns herum. Dann geht ja erst recht nichts. Also machen wir es lieber so. Das ist, glaube ich, die bessere Alternative. Und dann geht's auch schon direkt rein in das vierte Rennen dieser Saison. Das einzige Heimrennen für Haas. Machen wir es zu einem guten. Wäre schon bitter, hier leer auszugehen mal wieder. Let's go! Die Einführungsrunde läuft und die Fahrer machen sich und ihre Autos startklar für das bevorstehende Rennen. Gleich geht's los. Boah,
Oh, schlechter Start von Piastri hier vorne. Ganz, ganz schlechter sogar. Der bleibt gefühlt stehen. Nur Hamilton und Alonso sind übrigens auf diesen harten Reifen, wie man sehen konnte. Oh, zwei Autos da neben uns. Somit bin ich eigentlich echt ganz froh, das nicht getan zu haben. Guter Start. Zwei Positionen schon mal gut gemacht. Hinzu zu den zwei Positionen, die wir durch die Gridstrafen eh bekommen haben. Beide Astons waren das, glaube ich, mit Gridstrafen. Übrigens, wenn ich es richtig überblickt habe, Rad an Rad hier durch diese schnellen Kurven im ersten Sektor mit, ja, wem auch sonst, mal wieder Pierre Gasly. Also das ist echt der Wahnsinn. Das zieht sich in jedem Rennen hier, dieses Duell zwischen uns beiden. Einfach nur der Wahnsinn. Schade nur, dass Alpine so einen kleinen Vorsprung aktuell hat in der Performance. Somit hat Gasly natürlich die besseren Voraussetzungen und das wird nicht leicht, den hier hinter uns zu halten. Jetzt gelingt das aber erstmal. Mit Sicherheit wird es da aber noch weitere Duelle geben. Oh, hier wird es ganz langsam. Das ist so verlockend, da innen reinzustechen in so einer ersten Runde vor allem. Aber besonders clever wäre es nicht. Das würde nur Zeit kosten. Wahrscheinlich gibt es da auch eine Kollision, so eng wie die Strecke an dieser Stelle ist. Jetzt vielleicht vorbei an Joe aus dem Windschatten raus. Und wenn nicht, dann haben wir eventuell eine Chance, wenn es da so einen kleinen Stau gibt in der letzten Kurve. Da müssen wir uns drauf einstellen. Das könnte jetzt etwas langsam werden, eventuell. Ja, komm, lassen wir mal reinlaufen hier gegen Joe. So vorsichtig, wie der das da angeht, muss man es ja fast bestrafen. Und das tun wir auch direkt. Punkte hier nach der ersten Runde. Oh, er ist voll am Limit. Let's go, Mann, das kann sich sehen lassen. Wow! Hilfe, ich hasse diese Kurven. Die sind ganz schlimm. Ey, das ist einfach zum Kotzen. Mein Gott, so eine Kackstrecke, ey, wirklich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das war jetzt zweimal ganz, ganz knapp in diesen Kurven. Joe schlüpft durch und Gasly versucht es auch, aber schafft es noch nicht. Na, jetzt wird er es aber schaffen und vielleicht nicht nur er, vielleicht auch Albon, der direkt dahinter ist. DRS nämlich erstmals aktiviert hier auf diesem Abschnitt. Da kommt Gasly jetzt innen an, Albon wahrscheinlich außen. Wir gehen hier voll im Sandwich in diese Haarnadel, oder? Nee, Albon hat sich noch zurückgehalten. Gegen Pierre haben wir jetzt auch gute Karten hier innen. Ja, komm on, noch geht das irgendwie gut, aber die scheinen schneller zu sein. Vor allem, wenn sich immer wieder so kleine Fehlerchen einschleichen, dann kann das nicht gut enden. Das war ja eine wundervolle Linie. Gasly jetzt neben uns hier zu Beginn der DRS gerade. Der wird am Messpunkt noch dahinter gewesen sein. Das ist jetzt extrem bitter. Wird ihm, glaube ich, dazu verhelfen, hier mal vorbeizukommen, oder? Obwohl, seht euch das mal an. Das ist echt ein guter Topspeed. Ohne Überholen ERS, ohne DRS. Gegen ein Auto, welches wahrscheinlich beides verwendet in der Situation. Das ist in Ordnung, auch wenn Gasly erstmal vorbei ist. Aber das wird jetzt direkt die Chance auf einen Konter geben. Auf der langen Gerade zum Ende der Runde hin. In die letzte Kurve hinein vielleicht. Oh ja, easy sogar. Da brauchen wir die Kurve nicht mal. Das gelingt hier schon mit dem richtig guten Topspeed. Let's go. Wieder Platz 11. Auf dem möchte ich so lange wie möglich bleiben. Einfach falls da vorne noch was schief geht. Und auch aus eigener Kraft kann hier natürlich noch was gehen in Richtung Punkte. Vor allem Joe ist nicht besonders viel schneller. Der ist nur durch den Fehler vorbeigekommen. Erneut der Versuch von Gasly, das geht hier so ein bisschen hin und her. Wenn er jetzt vorbeikommt, dann bleiben wir einfach mal dahinter und nehmen halt immer schön das DRS mit. So, oh, verlieren wir nämlich immer mehr den Anschluss zu den Punkteplätzen. Leichte Berührung da sogar. Es ist unglaublich. Was für ein Fall. Die ganze Saison über gegen Gasly, das ist echt, echt krass. Jetzt setzt er sich vielleicht mal durch, oder? In diese letzte langsame Kurve hier hinein. Obwohl wir da außen auch nochmal gute Karten haben, um dagegen zu halten. Er war jetzt am Messpunkt dahinter. Wir waren es. Sind auch immer noch so ein bisschen daneben. Gasly lässt uns hier den Platz im letzten Knick, in der letzten Kurve dieser Strecke. Rechtzeitig anbremsen. Und dann sollte das doch reichen. Ja, aber allein das gefällt mir schon nicht so sehr. Wir sind jetzt fast 3 Sekunden hinter Joe. Ja, das ist halt auch mal wieder so dieses Inkonsequente der KI, ne? Wie kann der hier noch nicht vorbei sein? Ich meine, wie easy das geht, wenn man das DRS auf den Vordermann hat, haben wir ja schon bewiesen, als wir ihn auskontern konnten. Jetzt setzt er sich mal durch, ja, und jetzt werden wir auch dahinter bleiben erstmal. Es sei denn natürlich, es wird gegen Albon irgendwie gefährlich, aber das scheint jetzt noch nicht der Fall zu sein. Oh, ja, oder es sei denn, der bleibt hier fast stehen. Was ist das denn? Oh ja, das funktioniert gut. So gelingt es echt wieder aufzuschließen zu Joe. Und der hat auch ein paar Fahrer unmittelbar vor sich. Bottas ist zum Beispiel auch da vorne. Beide Alfa Romeos in den Punkten aktuell.
Es ist gerade ein bisschen langsam da vorne. Da scheint es irgendwie immer wieder Duelle zu geben, wodurch diese Gruppe auch ziemlich groß ist, obwohl sich schon so ein paar Vereinzelte absetzen können. Reifen bei 30% jetzt mittlerweile, das ist interessant. Also ich glaube, mit einer Medium Soft wird das hier eher schwierig. Vermutlich werden wir auf die Medium Hard gehen. Einer der McLaren-Jungs ist jetzt auch schon drin, interessanterweise. Wer ist denn da vorne so langsam? Es ist, glaube ich, Verstappen sogar, oder? Komischerweise. Gasly hat jetzt mittlerweile schon das DRS auf Joe. So allmählich wird es hier richtig spannend. Vor allem, wenn die da vorne so weitermachen. Da biegt wieder jemand Rad an Rad in diese letzte Kurve ein. Oh. Das war ein bisschen sehr spät. Gerade noch vor Gasly irgendwie ausgewichen. Und daraus wird ein Überholmanöver, ja. Das hätte auch schief gehen können. Boah. Nochmal das Ganze aus der Onboard von Gasly. Das wird er bestimmt nicht erwartet haben. Ja, aber im Endeffekt war das relativ fair. Wir ziehen da halt innen einfach vorbei. Auch wenn es alles andere als geplant war. Sainz jetzt auch an der Box in seinem Ferrari. So ein paar interessante Strategien hier. Kann mir vorstellen, dass einige eventuell auf eine 2-Stop gehen sogar. Boah, da geht's schon wieder ab. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was tun diese Jungs denn da? Und was tun wir hier? Ich weiß es nicht. Gerade so nochmal das Auto abgefangen. Die Reifen werden nicht gerade schöner. Und zwar auf keinen Fall. Wie kann denn Verstappen hier so weit hinten rumgucken? Da muss ja irgendein Problem an seinem Auto sein. Wir haben jetzt vielleicht mal die Chance, hier an Joe vorbeizuziehen. Was dann auch eine Punkteplatzierung wäre. Boxenstopp bereinigt sozusagen. Aktuell sind wir ja nur Zehnter, weil Sainz eben drin war. Da er aber noch das DRS auf Verstappen hat, wird das vermutlich eher schwierig. Nicht wieder so spät bremsen wie gegen Gasly. Das ist jetzt einmal gut gegangen, aber man muss sein Glück da nicht herausfordern. Das kann auch gut und gerne schief gehen, so eine Aktion. Oh, auch Joe jetzt vorbei an Verstappen, oder was? Was sind da bei Max los? Das ist ja unfassbar leichte Berührung auch zwischen den beiden. Guan Yu wird sich hier aber wohl durchsetzen innen, oder? Oh nee, sag mir nicht, dass die jetzt Rad an Rad hier durch diesen langsamen Teil fahren. Das würde eine Menge Zeit kosten. Oh. Okay, dann machen wir es einfach selber gegen Verstappen, oder? Das ist natürlich auch eine Idee. Vorbei an Max Verstappen in diesen Kurven hier. Was ist denn bei dem los? Das kann nicht normal sein. Oh, und vielleicht geht gegen Guan Yu auch direkt was. Der hat jetzt kein DRS mehr auf irgendjemanden vor sich. Gleichzeitig anbremsen. Das ist gar nicht so leicht, hier den richtigen Bremspunkt zu finden. Oh, schon gar nicht, wenn die Reifen so sind. Da blockieren voll die Hinterräder. Aber das ist immer noch nicht verloren hier gegen Guan Yu. Auf keinen Fall sogar. Wir haben das DRS und sind jetzt schon vorbei. Position 8. Oh ja, das war eine erfolgreiche Runde. Verstappen versucht jetzt zu kontern gegen den Alfa Romeo. Das wird er aber nicht schaffen da außen. Obwohl doch. Das schafft er da außen. Ab geht's an die Box, am Ende von Runde 12, wir werden uns die harten Reifen holen. Keine Chance hier mit dieser Medium Soft, dafür müssten wir jetzt noch relativ lange fahren mit diesen Mediums und die sind jetzt schon nicht mehr geil. Das hat wenig Spaß gemacht in den letzten Runden, somit bin ich ganz froh, die jetzt mal loszuwerden. Guter Boxenstopp, oder ja, 2,3, harte Reifen, jetzt können wir easy durchfahren, sind allerdings auf Position 17 und umgeben von Fahrern, die auf weicheren Reifen sind. Hier werden jetzt lauter Mediums und später wahrscheinlich auch Softs in unserem Bereich sein. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, Joe jetzt an der Box, nur eine Runde nach uns. Den bekommen wir locker. Max findet hier so allmählich zu seiner normalen Pace zurück. Der wird jetzt bald mal vorbei sein. Gasly an der Box, der geht auch auf die harten Reifen sogar. Okay, somit sind wir zumindest mal nicht die Einzigen. Wohin bringt uns das denn? Auf Platz 14. Da sind aber bestimmt noch ein paar Zwei-Stopper vor uns und ein paar andere, die auf die Softs wechseln werden im letzten Stint. Stroll hier ganz schön am Kämpfen. Der war gerade an der Box, hat sich frische Mediums geholt. Also an den Reifen kann das eigentlich nicht liegen. Den werden wir uns jetzt schnappen können mit dem DRS, oder? Das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bloß nicht verbremsen hier, ansonsten wird es bitter. Aber das sieht doch ganz gut aus. Wir bekommen jetzt auch einen besseren Ausgang aus der Kurve mit dieser etwas weiteren Linie hier. Oh ja, vorbei an Lance und Alonso, sein Teamkollege, der ist hier vorne gerade beim Boxenstopp. Den werden wir uns auch schnappen. Platz 12. Oh, Stroll ist schon 2 Sekunden hinter uns. Da muss auch irgendwas schieflaufen bei ihm. Ähnlich wie bei Verstappen. Die beiden, die haben ein ganz, ganz komisches Rennen. Hier vorne scheint es auch richtig zur Sache zu gehen. Albon und Sargent waren, glaube ich, noch nicht an der Box, oder? Ja, zumindest Sargent auf keinen Fall. Albon eventuell, aber eher auch nicht. Die beiden halten Norris und Bottas ganz schön auf. Da wird es jetzt auch bald mal Duelle geben. Das ist krass, wie viel Zeit die verlieren mit so Hinterherfahren. Das ist mir im ersten Stint schon aufgefallen. Und es scheint sich jetzt nicht unbedingt geändert zu haben. Seht euch das mal an. Was ist denn das für eine Pace? Wie können die da nicht überholen? Wie kann ein Lando Norris
da hinterherfahren und nicht schneller sein, nicht vorbeikommen mit dem DRS. Ich versteh's nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall eröffnet uns das jetzt eine Möglichkeit gegen Bottas. Richtig zu spät bremsen und Lando da vorne abschießen. Und dann schnappen wir uns Valtteri. Der war vor 2-3 Runden noch 4 Sekunden vor uns oder so. Und jetzt haben wir den einfach durch die beiden Williams-Jungs. Albon war auch eben schon beim Boxenstopp. Norris jetzt an dieser Stelle mit einem Versuch gegen Sargent. Endet das gut? Oh ja, tatsächlich. Sehr, sehr cleaner Move von Norris. Und auch für uns geht's da hoffentlich ganz, ganz easy vorbei. Jetzt keinen Fehler machen in der Haarnadel, bitte. Wir müssen hier vorbeikommen. Das darf nicht passieren, dass der in diesem langsamen Abschnitt noch vor uns rumfährt. So ist es, das gelingt auch. Let's go. Und jetzt hat Bottas Sargent hier noch vor sich. Der wird da ein bisschen Zeit verlieren. Lando jetzt natürlich ohne DRS. Oh, das entwickelt sich alles in eine überragende Richtung so allmählich. Kommt mir gar nicht so vor, aber das wird hier immer besser und besser, weil die sich teilweise auch echt dämlich anstellen bei diesen ganzen Duellen. Und somit haben wir jetzt echt die Chance gegen Lando Norris. Nico endlich mal beim Boxenstopp. Der macht echt diese Medium-Soft-Strategie, die uns das Team auch vorgeschlagen hat. Platz 7 jetzt schon, wow. Oh, gegen Lando wird sich das aber vielleicht direkt wieder erledigt haben. Der scheint ordentlich viel schneller zu sein. Na, dann rat hier in diese Kurve hinein. Können wir das nochmal irgendwie verteidigen? Eigentlich können wir auch ruhig verteidigen. Ich meine, klar kostet das Zeit, aber wir haben hier eh nur Autos um uns herum, die wir schlagen können. So ein Alpha von Bottas auf jeden Fall. Norris offensichtlich auch. Und Bottas schnappt sich Lando jetzt auch mal. Sainz jetzt noch an der Box, den werden wir uns auch schnappen. Das dachte ich mir aber fast schon, dass der irgendwas Komisches probiert. Der war ja einer der ersten vorhin, der drin war. Oh nein! Nein! Och nö! Oh oh. Ja, okay, super. Ja, Bottas ist draußen, toll. Das ist so dämlich, dass die KI da immer übernimmt und das so blöd macht, aber okay. Ja gut, wir hätten auch davor schon langsamer werden können, aber daran denkt man in dem Frust nicht. Oh Mann, so ein starkes Rennen, das ist in so eine gute Richtung gegangen. Und dann endet es so bei Haas Heimrennen. Ist das bitter, Mann. Ja, das hätten locker Punkte werden können und zwar ordentliche sogar, nicht nur so einer oder zwei. Was sehe ich hier? Das kann doch gar nicht sein, oder wie hat denn Verstappen das noch gewonnen? Der war ja 4-5 Positionen hinter uns. So langsam. Norris wird Zweiter. Tsunoda Vierter. Alonso Sechster noch irgendwie. Der war auch nirgends. Joe, ja okay, das ist vielleicht denkbar. Ocon noch zurückgefallen auf die 10. Ganz viele hier auch eine Runde zurück, was irgendwie auch komisch ist. Also weiß ich nicht, ob das so legit ist. Ja, sorry an Bottas, das ist halt bescheuert. Wir waren halt innen. Ich habe gerade erst so richtig realisiert, was passiert. Bin dann nicht langsamer geworden. Dann übernimmt die KI und ja... Dann ging da leider nichts mehr. Sehr ärgerlich für ihn. Aber was ein frustrierendes Ende, wirklich. Unfassbar bitter. In der WM ist es jetzt Platz 10 mit unseren 5 Punkten, die wir auch vor dem Rennen schon hatten. Und in der Konstrukteurs-WM geht's, glaube ich, ein bisschen nach hinten. Jetzt, ja klar, Alpha Tauri jetzt natürlich mit einem Megasprung durch Tsunodas geniales Ergebnis. Und Alfa Romeo zieht auch vorbei. Das ist nicht so schön. Alpine auf dem vorletzten Platz. Das ist auch nichts, was man so unbedingt erwarten würde. Sehr interessant, wie sich die Saison hier entwickelt. Freue mich schon zu sehen, was dann in den nächsten Rennen so passieren wird. Das Ergebnis, das glaube ich aber, das ist ganz komisch. Irgendwie ein bisschen buggy, glaube ich. Das kann so gar nicht alles passiert sein. Außer da ging noch völlig das Chaos ab. Wer weiß, das kann natürlich sein. Das war's jetzt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!